Showtime. Die Diskothek ist gefüllt, die Fans gespannt und Mama Wolny eröffnet das Konzert. Darf ich im Vorprogramm auftreten? Das finde ich natürlich mega und freue mich sehr. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr happy. Es läuft alles wirklich super. Ich habe so, so tolle Künstler hier. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie alle gekommen sind und wirklich so ein cooles Programm für die Fans macht. Ich war sehr aufgeregt. Aber es hat mega Spaß gemacht. Leute haben uns angefeuert, auch mitgesungen. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe echt mega Bock. Ich bin zwar nervös, aber es legt sich gerade noch. Aber gleich kommt sie wieder komplett hoch. Aber ich werde mein Bestes geben. Auch tatsächlich weinen, weil sie das einfach so klasse gemacht hat. Ehrlich, ich bin große Schwester von einer wundervollen Sängerin. Ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Ich bin einfach richtig, richtig stolz auf sie. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen. Sie hat das wirklich super gemacht und ich bin einfach unglaublich stolz auf sie. Konnten ja leider nicht alle dabei sein, deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach einen Gruppenvideoanruf und dann waren alle doch dabei. Loredana und Savit waren dabei, Mucki und Silvana waren sogar dabei, Sarafina und Peter waren dabei und was das Allerwichtigste ist, Ali war auch dabei. Er hat wirklich mitgefiebert, er hatte oft Tränen in den Augen, das war wundervoll, einfach nur schön. Jetzt kommt ein Song, mit dem alles angefangen hat.
treten wieder nach. Ich hätte mich erst diesen Song hier machen. Ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben, was mich dieser Song immer wieder aus, ja, von der Erde gehoben hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie dran sind. Den Song Mama gesungen hat, ja, da kam so einiges hoch, wo ich mir sagte, ey Mädel, du warst damals 10 Jahre, da hast du den für mich gesungen, hast den performt und nur für mich ist schon schön, sowas zu hören, wirklich. Ja, auf jeden Fall, ich meine, wenn man guckt, den Werdegang, wenn du so hinlegen willst, was aus ihr geworden ist, aus den letzten 10 Jahren, was für eine Stimme sie hat und was man daraus machen kann, das ist schon Wahnsinn. Ne? Mama, egal was immer es war, ich bin immer für dich da. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Abend. Für mich natürlich das Allerschönste und Wichtigste war auch, dass an meinem Tag heute meine Familie dabei ist. Und ja, da durfte natürlich der Song für Mama nicht fehlen, was für mich halt auch ein bisschen emotional war, für Mama natürlich auch. Ja, Mama hat auch nicht damit gerechnet, dass ich den heute singe. Das war nämlich so eine kleine Überraschung. Ja, da kann man nur stolz sein, wenn man so einen Auftritt da hinlegt. Und fürs erste Konzert, also bombastisch, weiter so und ja. Stolz wie Bolle. Ne? Ich mag so eine Musik eh in die Richtung. Ich bin absoluter Schlagerfan. Ne? Und wenn das noch jemand aus der Familie so singen kann, dann geht's ja gar nicht besser. Das Konzert von Estefania war bombastisch gewesen, ja, hat oft Tränen laufen lassen. Und wenn man so sieht, was aus so einem kleinen Kind geworden ist und dass er heute auf einer Bühne steht, wo zig Leute da sind, die sich das angucken und mitfeiern, ist das schon wirklich fantastisch. Kennt ihr das Sprichwort, man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist? Ich finde, das passt heute sehr, sehr gut. Den kennt ihr auch? Den habe ich für zwei kleine, wunderschöne Prinzen gemacht. Und ich weiß, dass die beiden sehr viel durchgemacht haben. Und für mich sind das zwei wunderschöne Kämpfer. Und deswegen werde ich jetzt für unsere Prinzen den Song Doppelt Love singen. Leicht, weil ihr habt gemacht, das wurde zu hängen getan.
Ich habe einfach aufgehört zu singen, weil ich dann auch das Video im Hintergrund gesehen habe. Und es war halt wirklich für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und wirklich immer, wenn ich dieses Lied höre, das ist wie so ein Rückblick für mich. Das ist, als würde ich gerade wieder in dieser Zeit sitzen, wo das Ganze passiert ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ihr seid wirklich sehr, sehr tolle Fans, eine tolle Community. Und ich weiß, dass ich ohne euch auch nicht hier stehen würde. Ich bin sehr froh, dass ich euch alle an meiner Seite habe. Das Publikum ist begeistert, Estefania überglücklich und ihre Familie vom Konzert sehr gerührt. Ich hatte einen wunderschönen Abend. Ich bin so froh, dass ich mir das Wochenende freischaufeln konnte von der Arbeit. Und jetzt geht's noch nicht ins Hotel, denn jetzt ist noch eine schöne Aftershow-Party gleich. Und die werden wir noch schön genießen und Estefania feiern, weil sie hat das wirklich mega gemacht. Wir fliegen auch am Montag wieder in die Türkei, weil ein paar Tage später unser Laden da schon eröffnet wird und wir haben noch einiges vor. Und deshalb lassen wir die ganzen Jugend jetzt hier für sich schön feiern und schön ausklingen. Und wir hören ja dann, was Estefania uns morgen so erzählt.